Die 737 MAX steht seit mittlerweile 3 Monaten am Boden. 737 MAX ist eine Version des aktuell noch meistgebauten Mittelstreckenpassagierflugzeuges der Welt. Ja, jetzt wurden vor diesen knapp 380 Maschinen vom Typ 737 MAX ja aber auch schon über 10.000 weitere Flugzeuge aus der 737-Familie produziert. Und weil es so viele verschiedene, unterschiedliche Versionen des Flugzeuges gab, mit verschiedensten Details, wie man die Dinger unterscheiden kann, naja, da wird das dann irgendwann schnell mal ein bisschen verwirrend. Und deswegen reden wir heute aus gegebenem Anlass mal darüber, wie man eine 737 MAX denn überhaupt so richtig von den Vorgängern unterscheiden kann. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, das Video war jetzt eine spontane Idee mit der ganzen 737 MAX und 737 NG Unterscheidung. Ich weiß, dass viele von euch die Fliegerei so sehr lieben, dass sie schon 15 Kilometer gegen den Wind riechen, dass da auf 3100 Fuß gerade eine 737 MAX 8 mit der Line Number 6515 mit Klappenstellung 10 reinsegelt. Und für diejenigen unter euch, bei denen das wirklich ganz genau so ist, da könnte der Beitrag jetzt eventuell absolut langweilig werden. Sorry dafür. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass nicht jeder da immer absolut fit drin ist, da alle Flugzeugtypen miteinander zu vergleichen, das immer unterscheiden zu können. Aber eben genau das, die Unterscheidung zwischen 737NG und 737 MAX, das ist halt zurzeit bei den betroffenen Passagieren und dann dementsprechend auch bei den Fluggesellschaften tatsächlich ein nicht zu unterschätzendes Thema. Es geht hier jetzt also nicht darum, wie man beispielsweise eine 737-200 erkennen kann, sondern es geht ganz klar um die Unterschiede zwischen 737NG auf der einen Seite und dem Nachfolger der 737 MAX. So, und um das Ganze jetzt vielleicht mal ein bisschen übersichtlicher zu machen, vor den fast 400 Maschinen vom Typ 737 MAX, die man schon an die Fluggesellschaften rausgegeben hatte, die heute alle am Boden stehen, vor diesen Flugzeugen hat man über 7050 Maschinen aus der 737NG-Reihe gebaut. Und diese Flugzeuge, die sind heute noch zu über 95% irgendwo auf der Welt bei irgendwelchen Fluggesellschaften unterwegs. Mit anderen Worten, es gibt einfach wahnsinnig viele 737NG. Und die erfolgreichste Version, ganz klar, ist die 737-800. Davon baute Boeing in den letzten Jahren gut 5000 Exemplare. Ist also bis jetzt mit Abstand die erfolgreichste Version der 737. 737-800 ist dabei der direkte Vorgänger der 737 MAX 8. So, und jetzt wird es langsam interessant. Die erste 737-800 überhaupt, die von Boeing ausgeliefert wurde, die ging im Jahr 1997 an Hapag-Lloyd. Ja, und war bis zuletzt jetzt auch noch bei SunExpress unterwegs, ist ja noch kein wirklich altes Flugzeug. Und das ist natürlich eine Maschine ohne MCAS, ein Flugzeug, das nicht gegroundet ist, das ganz normal fliegen darf. Vollkommen klar. Und wenn wir jetzt schon mal bei SunExpress sind, dann schauen wir vielleicht einfach bei denen mal kurz durch die Flotte durch und finden unter anderem, jetzt nur mal als Beispiel, eine 3 Jahre alte Boeing 737-800. Keine 737 MAX, sondern eine 737-800, die so ja auch schon 1997 ausgeliefert wurde. Und was direkt auffällt, wenn wir uns die beiden Flugzeuge mal anschauen, ist, dass die jüngere 737-800, dass die an den Tragflächenenden mit anderen Winglets ausgestattet ist, als die vorherige 737-800. So, und das ist jetzt wahrscheinlich auch schon der größte Übeltäter, der hier in den letzten Monaten ganz ordentlich für Verwirrung gesorgt hat. Die Winglets. Ich habe in den letzten Wochen echt eine ganze Menge Nachrichten bekommen, per Instagram oder per E-Mail oder wie auch immer, ist ja vollkommen egal, eine ganze Menge Nachrichten, wo dann ein Bild dabei war von der 737-800 oder 737-900 ausgestattet mit genau diesen Winglets. Wo dann als Frage oder vielleicht nicht mal als Frage, sondern eher als Tatsache oder Feststellung dabei stand, hä, wieso fliegt die 737 MAX denn schon wieder oder ich bin mit der 737 MAX gerade in den Urlaub geflogen oder habe sie hier am Flughafen gesehen oder wie auch immer. Und um das Ganze mal kurz zu beantworten, das, was man da sehen kann, das ist halt eben nicht die 737 MAX, sondern eine 737NG. Die Boeing 737-800, wie gesagt, das erste Mal ausgeliefert im Jahr 1997, war dort noch nicht mit besonderen Tragflächenenden ausgestattet, hatte dort von Werk aus noch keine Winglets. Und genauso war es übrigens auch bei der Boeing 757 oder auch bei der Boeing 767. Erst knapp 3 Jahre später, im Februar 2000, wurden dann die sogenannten Blended Winglets für die 737 vorgestellt. Von da an waren diese Winglets eine Option, die man für die 737 dazu kaufen konnte. Und bis zu dem Zeitpunkt im Jahr 2000, da hatte man ja auch gerade mal gut 300 der heute deutlich über 7000 gebauten 737NG ausgeliefert. Und die erste Maschine mit diesen Winglets, ausgestattet ab Werk mit diesen Winglets, ging dann im Jahr 2001 ebenfalls an Hapag-Lloyd. Und so kennen wir die 737-800 beispielsweise als der absolute Klassiker, die kennen wir ja auch eigentlich so. Ausgestattet mit eben genau diesen Winglets. Und das ist
damit quasi auch schon die wichtigste Erkenntnis aus diesem Video. Eben genau diese Winglets, die sind halt eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal für die 737NG, also für die Version 737-600 bis 737-900, sondern es gab eben genau diese sogenannten Blended Winglets auch für die 737 Classic als Nachrüstsatz, während es beispielsweise für die 737-600, also für eine Version der 737-NG-Reihe, für diese Maschine gab es die Winglets nie als Option. Also während eine 737-300 durchaus mit Winglets unterwegs sein kann, kann eine 737-600, die zwar eine ganze Ecke moderner ist, die hat dann keine Winglets. Tatsächlich gab es dort sogar auch schon Winglets als Nachrüstsatz für die Urversion der 737. Also ihr merkt so langsam, wo das Ganze hinführt. Die 737, die verschiedenen Versionen der Flugzeugfamilie, werden gerne mal mit Hilfe ihrer Winglets identifiziert. Aber das ist eben nicht so einfach, wie man sich das vielleicht gerne mal hinlegen möchte. Das kann man übrigens auch sehr, sehr gut mit dem A320 vergleichen. Diesen Flugzeugtypen, den kennen wiederum die meisten als Flugzeug ohne Winglets. Seit 2009 gibt es für den A320 ja aber die sogenannten Sharklets, was überhaupt nichts anderes ist als diese sogenannten Blended Winglets. Das lief dort beim europäischen Flugzeugbauer also vom Ding her ja ganz genauso wie bei Boeing knapp 10 Jahre zuvor, mit den Winglets als Nachrüstsatz. Mit dem großen Unterschied, dass Airbus bis zum Jahr 2009 natürlich schon eine riesengroße Anzahl an A320-Maschinen ausgeliefert hatte, die größtenteils auch heute noch ohne diese Winglets unterwegs sind. Während man bei Boeing mit den Winglets für die 737NG quasi schon ein gutes Stück weiter vorne eingestiegen ist, sodass ein Großteil der Flugzeuge sowieso von Werk aus mit diesen Winglets ausgestattet war. Wichtigste Erkenntnis bis jetzt also, die ganzen 737-Versionen unterscheiden nur anhand ihrer Winglets, das funktioniert so nicht. So, und jetzt werden diese Winglets natürlich immer weiter optimiert. Bei der 737-800 sorgen die sogenannten Blended Winglets für 4% Treibstoffersparnis. Das ist schon mal eine ganze Menge, aber man fand dann über die Jahre heraus, es geht noch mal eine ganze Ecke mehr, wenn man die Dinger nicht nur clever nach oben abknickt, sondern auch noch clever nach unten abknickt. So etwas nennt sich dann Split Scimitar Winglet. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach und das kam auch nicht erst mit der Boeing 737, sondern beispielsweise die McDonnell Douglas MD-11, die war schon mit solchen Winglets unterwegs und das schon deutlich vor der 737-800. Ja, und jetzt Winglets, die nach oben und nach unten gehen, das kam doch eigentlich mit der 737 MAX, oder nicht? Ja, ist tatsächlich nicht ganz richtig. Boeing stellt mit der 737 MAX, vorgestellt übrigens im Jahr 2011, dort stellen sie das Flugzeug noch nicht mit diesen markanten Winglets vor. Auf den ersten Bildern der Maschine findet man tatsächlich eine 737 MAX, so wie sie ja heute auch aussieht, allerdings halt eben ausgestattet mit diesen sogenannten Blended Winglets, also mit den Winglets des Vorgängers. Diese markanten Winglets nach oben und unten, die kamen erst in der weiteren Entwicklung des Flugzeuges hinzu und sollen nochmal gut 1,5% mehr Treibstoff sparen. Wiederum kurz darauf, also kurz nachdem man diese Winglets nach oben und unten für die 737 MAX quasi durchentwickelt hat, fertig entwickelt hat, die Form feststand, kurz darauf brachte das Unternehmen Aviation Partners, ebenfalls aus Seattle und die arbeiten auch schon seit Jahrzehnten mit Boeing zusammen, die brachten diese Split Scimitar Winglets in abgewandelter Form dann auch für die 737NG. Denn warum soll das Flugzeug ja nicht von diesen 1,5% mehr Effizienz profitieren können? Und jetzt wird es langsam echt richtig kompliziert. Genauso wie die sogenannten Blended Winglets einen Nachrüstsatz für die 737NG darstellen, tun das jetzt also auch die Split Scimitar Winglets. Die sind also kein Alleinstellungsmerkmal für die 737 MAX, genauso wenig wie die Blended Winglets ein Alleinstellungsmerkmal für die 737NG waren. Hier ist es an dieser Stelle jetzt aber doch nochmal etwas leichter, das Ganze wirklich zu unterscheiden und dann dem jeweiligen Flugzeugtypen zuzuordnen. Denn wie gesagt, das Unternehmen Aviation Partners brachte für die 737NG die Split Scimitar Winglets in einer abgewandelten Form. Das heißt, diese besondere aerodynamisch sehr schöne Mischung aus Split Scimitar Winglet, Wingtip Fans und Raked Wingtip, die man da an der 737 MAX findet, die unterscheidet sich dann doch noch von den Split Scimitar Winglets der 737NG. Und wenn man das jetzt eben wirklich nicht verwechselt, was durchaus mal passieren kann, aber wenn man es schafft, das nicht zu verwechseln, dann kann man auch ganz klar sagen, dass diese Winglets hier Teil einer 737 MAX sind und diese Winglets sind Teil einer 737NG, aber auf gar keinen Fall Teil einer 737 MAX. Das bedeutet, die Maschine von TUIfly beispielsweise, die euch gerade erst letztens noch in den Urlaub gebracht hat und die mit genau diesen Winglets ausgestattet war, das ist keine 737 MAX. Genauso wenig wie die 737 von Southwest Airlines, die ihr vielleicht letzte Woche noch auf einem Flug von Baltimore nach sonst wo hattet. Das ist keine 737 MAX. Denn alle Maschinen, ausnahmslos alle Flugzeuge vom Typ 737 MAX, stehen aktuell für den Passagierbetrieb nicht zur Verfügung. So weit, so gut. Mit dem schnellen Blick auf die Tragflächenenden der verschiedenen Versionen der 737 muss
man also echt ein bisschen vorsichtig sein. Da kann man schnell mal ein bisschen was verwechseln. Jetzt gibt es aber natürlich bei der 737 MAX durchaus einige Merkmale, die einem helfen, dieses Flugzeug ganz klar als 737 MAX zu erkennen. So viel sei erst einmal gesagt, die Basis ist tatsächlich absolut die gleiche. Also beim Thema Rumpflänge beispielsweise unterscheidet sich die 737 MAX 8 zur 737-800 um keinen einzigen Zentimeter. Also da gibt es einfach keinen Unterschied. Rumpf ist exakt der gleiche. Aber was ist der Hauptbestandteil der 737 MAX? Das sind natürlich die neuen Triebwerke. Und da, es ist jetzt vielleicht ohne einen direkten Vergleich von der Flughafenterrasse aus oder so nicht wirklich leicht erkennbar, aber die sind ein gutes Stück größer. Knapp 20 cm mehr Fan-Durchmesser haben die Triebwerke der 737 MAX im Vergleich zu denen der 737NG. Und bei den Triebwerken kann man dann auch direkt bleiben, denn charakteristisch für die 737 MAX sind auch die Triebwerksauslässe, diese sogenannten Chevrons, also die Zacken da hinten dran. Die findet man in der 737-Familie tatsächlich nur bei der 737 MAX. Falls das noch nicht ausreicht, dann hilft auch ein Blick auf den Auslass des Hilfstriebwerkes, auf den Auslass der APU der 737 MAX. Denn da findet man im Vergleich zum Vorgänger eine etwas verbesserte, aerodynamisch verbesserte Version. Ja, gut. Und wenn das dann immer noch nicht reicht, aber das ist sicherlich auch nicht so wirklich leicht zu erkennen, zumindest nicht aus größerer Entfernung, dann hilft auch ein Blick auf die Flugzeugnase, denn das Bugfahrwerk der 737 MAX ist im Vergleich zu 737NG nochmal um knapp 20 cm gewachsen aufgrund der größeren Triebwerke, um da genügend Bodenfreiheit zu schaffen. Ja, und dann hat man eigentlich schon mal ein paar wichtige Unterschiede zusammen. Es gibt da noch ein paar weitere. Das sind aber alles kleine Details, die auf den ersten Blick nicht unbedingt auffallen. Deswegen, ich würde sagen, Blick auf die Triebwerke ist da mal recht hilfreich. Und ansonsten sollten damit vielleicht einige Fragen geklärt sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen in einem neuen Video wieder. Und dann lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss.